أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an uns hier drinnen und an die Zuschauer übers Internet. Wir machen heute Sohbet zum Gedenken hauptsächlich an den Tod, an einen unserer Brüder, der uns vor ein paar Jahren verlassen hat, durch einen tragischen Arbeitsunfall, wollen wir uns wieder erinnern, wie kurz das Leben doch sein kann. Heute an diesem Tag kommt natürlich noch ein anderes Ereignis hinzu. Wer weiß es, was haben wir heute für einen Tag? Tag der Deutschen Einheit. Na, Tag der Deutschen Einheit, das ist für uns vielleicht nicht so interessant, außer dass wir da nicht arbeiten brauchen. Was haben wir heute noch? Heute ist Hijre, islamisches Neujahr. Es geht leider an den meisten Muslimen vorbei, weil es wird natürlich wenig Propaganda gemacht. Silvester wissen alle und da knallen alle rum, aber ein islamisches Neujahr, ein bedeutungsvolles Ereignis für uns Muslime, ist heute leider kaum noch im Gedächtnis und wird übergangen. Die wenigsten wissen also heute, dass heute islamisches Jahr ist. Wir sind das Jahr 1438 nach der Hijra, nach der islamischen Zeitrechnung. Die Erinnerung an den Tod ist ein wesentlicher Bestandteil für uns Muslime. Den Tod auszublenden ist als Muslim genau falsch. Leider haben wir heute schon Brüder oder Schwestern unter uns, wenn man über den Tod redet, nein, erzähl nichts davon, ich bin noch jung, ich möchte nicht erinnert werden. Aber genau der Tod ist etwas Wesentliches, für uns etwas, was ein Bestandteil unseres Imans ist, unseres Glaubens im Islam. Und der Tod erinnert uns immer wieder dran, wir werden eines Tages von dieser Welt gehen. Und das ist das Entscheidende und das wirklich Wichtige, zu wissen, wir sind nur für kurze Zeit hier auf dieser Welt. Allzu sehr, leider ist heute die Situation der Muslime ja ganz anders, allzu sehr gewöhnen wir uns dran, als ob wir immer Gäste auf dieser Welt bleiben würden. Unser Bruder Hakan, also nicht dieser Hakan, der im August verstorben ist, der kam auch zur Ansa, mit 23 Jahren, glaube ich, war er, aber unser anderer Bruder, der schon vor ein paar Jahren gestorben ist, hieß auch Hakan, Arbeitsunfall, ist 19 Jahre alt geworden, in Ramadan, während der Fastenzeit, und in seinem letzten Lebenswandel, den er sich für Allah zugewandelt hat. Inshallah, Allah hat alle seine Sünden vergeben und nimmt ihn mit offenen sogenannten Armen entgegen und lässt ihn im Paradies eintreten, denn er hat sich bemüht und hat Erschwernis noch aufgenommen vor seinem Tod. Wer von euch noch sich erinnern kann, seine Geschichte, er hatte ja ein bisschen Soft zu Hause, war bei Ansa fast 3 Monate, wo er genächtigt hat, wo er eine Zuflucht gefunden hat. Und Alhamdulillah, wir haben die Zeit überstanden und der hat es auch überstanden, ist dann wieder zu Hause, aber dann kurz später kam dann eben der tragische Unfall. Aber wesentlich war etwas, er hat sich von dem alten Weg getrennt, hat einen Neuanfang gemacht und er hat ihn gut gemacht. Und inshallah, Allah hat auch dies alles angenommen und hat sein früheres Leben dadurch auch alles vergeben. Das ist wichtig, denn wir wissen nicht, wann der Tod kommt. Für gewisse Umstände, wann etwas kommt, wissen wir nicht und können wir auch nichts dafür. Für unsere Vergangenheit, warum etwas so gelaufen ist. Manchmal liegt es an Erziehung von den Eltern, von der Gesellschaft. Aber trotz allem, Allah subhanallah gibt uns immer wieder die Gelegenheit, auf den rechten Weg zu kommen. Ob der eine ein Kafir ist, zum Muslim wird, oder ein Muslim, der auf dem falschen Weg ist, ein praktizierender Muslim zu werden. Allah gibt uns die Gelegenheit. Und der Tod soll uns eine Hilfestellung sein, dieses nicht lang rauszuschieben. Denn wie oft höre ich zum Beispiel, wenn ich einen einlade, komm mal Sohbet, komm mal Moschee, ja, ich habe jetzt viel zu lernen. Ich bin 9. Klasse. Muss mein Quali machen oder GSM-Klasse. Man schiebt Gründe hervor, obwohl man genau weiß, du lernst keine 10 Stunden, wenn du von der Schule nach Hause kommst. Du lernst es nicht. Du nimmst dir trotzdem die Zeit. Aber wenn es um die Sache von Allah subhanallah geht, dann fällt dann ein, Schulabschluss, Gesellenprüfung, Lernen für Abschlussprüfung, was einem nicht alles einfällt. So täuscht uns der Shaitan. Und interessant ist doch, weil der Shaitan gebietet uns das ja immer, er flüstert uns ja ein, auch wenn wir es nicht so wahrnehmen. Wir stehen im Wald drinnen und wir haben eigentlich alle Bäume für uns zum Nutzen. Aber den einen einzigen Baum, den uns Allah verboten hat, genau zu dem rennen wir. Der Wald ist voller Bäume. Wir suchen uns aber genau den Baum raus, wo Allah sagt, nähere dich nicht diesem Baum. Angefangen von Adam a.s. Das Paradies bestand ja nicht nur aus einem Baum. Das Paradies hat eine sehr schöne Natur und hat viele Bäume.
Und Allah subhanahu sagte zu Adam a.s., nähere dich nicht diesem Baum. Es waren so viele Bäume da, doch der Shaitan hat es geschafft, Adam a.s. zu diesem Baum zu bewegen, zu dem er nicht gehen sollte. Und wir machen das genauso nach auch. Wir gehen zu diesem Baum, wo wir nicht gehen sollen. Die anderen Bäume interessieren uns nicht. Zum Beispiel beim Essen. Wir haben so viele Möglichkeiten zum Essen. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet uns sehr viel zum Essen. Aber wir sehen in allem nur, ach, ich darf das nicht. Aber es ist ja nicht so. Aber wir wollen unbedingt zu diesem Baum gehen, das Haram-Essen ist. Dass wir irgendwo essen gehen, außerhalb von zu Hause, wo wir nicht wissen, haben die Halal-Fleisch. Es interessiert uns nicht. Wir haben Hunger, wir gehen einfach in die Dönerbude rein, gehen in diese Pizzeria rein, essen einfach und stopfen somit Haram in unseren Bauch. Oder auch die Zutaten von Lebensmitteln. Interessiert uns gar nicht. Wir kaufen einfach Dinge von Haribo zum Beispiel, obwohl hinten vielleicht Gelatine draufsteht. Lesen wir nicht. Wir kaufen es, essen und fertig. Oder mit Alkohol. Wir gehen zu diesem Baum, der uns nicht erlaubt ist. Aber die vielen anderen Bäume, die uns erlaubt sind, von denen lassen wir uns nicht beeindrucken. Und das ist das Tragische in unserem Leben. Und hier, der Tod gibt uns Erinnerung. Adam a.s. hat die Sünde begangen. Es wäre ja schlimm, wenn die Sünde unser Verderben wäre. Das wäre ganz schlimm für uns. Wir hätten ja gar keine Möglichkeit, wir könnten gar nichts machen. Aber hier kommt die Großzügigkeit, Rahman Rahim von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Erbarmer, der Barmherzige. Er vergibt uns, wenn wir nämlich Töbe machen. So wie Adam a.s. es gemacht hat. Er hat Allah um Verzeihung gebeten. Ja, Rabbi, wenn du mir nicht vergibst, dann gehöre ich wahrlich zu den Verlierern, zu den Verlorenen. Und wenn wir jetzt mal uns betrachten, wie Adam a.s. es formuliert hat, wie Adam a.s. es gesagt hat. Er sagte nicht, oh Rabbi, vergib mir dieser Shaitan, vor dem du mich ja vorher gewarnt hast. Der hat mich doch tatsächlich verführt. Aber so ist doch unsere Ausrede, ne? Wenn wir bei etwas erwischt werden oder etwas machen, was wir nicht tun sollten, versuchen wir die Schuld auf jemand anders zu lenken. Nur da hat es gerade abgebrochen gehabt. Warum habe ich die Sünde gemacht? Daran denke ich nicht. Ich suche es woanders. Und das ist falsch. Adam a.s. hat eine Sünde gemacht. Er ist unser Vorbild, auch in der Sünde. Aber jetzt kommt das größere Vorbild. Er hat Allah um Vergebung gebeten und er hat die Schuld nicht woanders gesucht. Das ist wichtig. Immer suchen wir die Schuld woanders. Aber wegen dem und das und jenes. Nein. Ich habe gewusst, ich darf es nicht. Fertig. Meine Mutter sagt, komm um 21 Uhr nach Hause. Ich komme um 22 Uhr nach Hause. Und jetzt sage ich, aber die U-Bahn war verspätet. Das oder jenes war verspätet. Warum immer diese Ausreden? Sondern ja, Mutter, tut mir leid, aus irgendwelchem Grund, ich habe es nicht eingehalten, verzeih mir. Aber wir suchen Ausreden. Und so ist Allah subhanallah für uns da, wenn wir Töbe in Aufrichtigkeit machen, wenn wir Reue zeigen, wenn wir Allah um Vergebung bitten, dann vergibt uns auch. Und somit ist die Sünde für uns nicht was Verlorenes. Denn wir haben die Möglichkeit zur Rückkehr, von der Sünde wegzukommen und Allah subhanallah zu bitten, dass er uns vergibt. Und das ist das Wunderbare, das Einmalige, dass Allah subhanallah immer wieder bereit ist, uns zu vergeben. Aber es liegt an uns. Nicht hinausschieben. Ich habe jetzt Prüfung. Diese Schulprüfung, Arbeitsprüfung, Gesellenprüfung, was auch immer. Sondern nein, ich bin doch die ganze Zeit der Moslem. Ich bin doch nicht erst der Moslem, wenn ich die 9. Klasse geschafft habe. Ich bin doch nicht ein Moslem, wenn ich Quali geschafft habe. Wenn ich meine Ausbildung geschafft habe. Ich bin immer Moslem. Ich stehe auf als Muslim, ich gehe als Muslim ins Bett. Warum will ich dann nicht meine Zeit für Allah subhanallah geben, die mir ja Allah subhanallah gibt? Er gibt sie mir ja. Und der Tod ist eine Erinnerung. Der Tod ist eine Erinnerung zu sagen, schau, wie verbringe ich mein Leben? Viele, und es sind ja schon sehr viele zur Ansage gekommen, die kommen in der Regel, also nicht alle, aber viele, so mit 13, 14 Jahren. Haben sie ersten Besuch mal bei Ansatz, es gefällt ihm, man kann gut Gaudi machen, man lernt ein bisschen was, Gaudi ist natürlich höher, aber es gefällt einem. Und dann, wenn sie so die Jahre hindurchschreiten bei Ansatz, die wo dann nicht abfallen, wenn sie so 16, 17 werden, dann fangen sie schon an, weniger zu kommen. Was hat jetzt die Zeit verändert? Mit 13, 14, 15 kamen sie mit Freude, mit den Lächeln und jetzt sind sie 17, 16, 17, 18, langsam kommen sie nicht mehr so viel.
Es liegt ja daran, dass in den jungen Jahren die Eltern nicht begeistert sind, wenn ein 13-jähriger Sohn sagt, Mutter oder Papa, ich möchte mal gerne Shisha-Café gehen. Oder ich möchte gerne Disco gehen oder so hingehen. Natürlich, die Mutter wird es nicht erlauben. Aber wenn man sagt, ich gehe ja Moschee, ist doch was Gutes. Die Eltern sind froh und erlauben das. Und da liegt das Problem. Wenn sie dann aber 16, 17, 18 werden, können sie sich zu Hause besser durchsetzen. Hören einfach nicht, was die Mutter oder der Vater sagt. Und dann gehen sie einfach raus. Oder sie sagen, oder die Eltern meinen vielmehr, weil mein Kind ja immer Moschee gegangen ist, all die Jahre, er wird schon zur Ansa gehen. Aber nein, jetzt gibst du Umwege. Sie gehen vor Shisha-Café, da sind sie noch bei den Harmlosen. Wer weiß, was später noch kommt. Aber Shisha-Café fängt halt nun mal an. Die Leute meinen immer, Shisha-Café ist alles so hellal. Über das Rauchen von Shisha will ich gar nicht reden. Es sollen die Gelehrten einstufen, ob es haram ist oder nicht, der Schädlichkeit. Aber ich meine, der Ort in Shisha-Café. Du wirst keinen Ort finden, wo keine weiblichen Geschlechter drin sind. Du wirst da kein Shisha-Café finden, wo keine Bildschirme mit Musik, Musikvideos oder sonstiges läuft. Und die Musikvideos sind in der Regel auch sehr sexhaft bekleidet. Das heißt, in diesen Orten werden wir verführt. Und trotzdem, die Muslime meinen, was ist schon Shisha-Café? Ist doch nicht schlimm. Ich rauche doch nur dort meine Wasser mit meinen Freunden. Ja, wenn es nur das wäre. Aber die Umgebung macht es. Und erinnern wir uns nicht an unseren Propheten Mohammed, sondern als er sagte, an schlechten Orten geht nicht hin, sonst werdet ihr wie die. Und was ist dann mit der Zeit? Sie kommen immer weniger an, gehen mehr woanders hin und dann mit der Zeit werden sie auch wieder das bleiben lassen, was sie vorher mal bei Ansa praktiziert haben. Wie zum Beispiel die fünf Gebete. Wie zum Beispiel etwas lernen. Selbst wenn ich 20 Jahre jeden Tag zur Sohbet gehe, ich werde doch kein Alim. Ich habe vielleicht etwas an Wissen mir angeeignet, aber kann ich jetzt sagen, ja, ich bin Wissen genug, ich brauche das nicht mehr? Zumal man nicht vergessen darf, in den ersten Jahren, wir hatten da schon groß bei Sohbet aufgepasst. Wenn da ein 13-Jähriger, wenn ein 14-Jähriger, 15-Jähriger, wer passt denn schon auf? Wer konzentriert sich denn eine Stunde beim Sohbet? Die Ablenkung, das Rumblödeln, das Handyspielen, sind ja alles Dinge. Das heißt, die ersten Jahre kriege ich ja vielleicht ein Drittel davon mit, wenn ich Glück noch habe. Was ist mit den anderen zwei Drittel? Die fehlen mir ja theoretisch. Und jetzt fange ich aber an, weniger Ansa zu gehen, weniger Sohbet zu gehen. Was kommt dann? Die Dinge, die ich versäumt habe, hätte ich vielleicht jetzt in dem Moment nötig, um mich zu erinnern. Hoppla, schau, das habe ich doch schon mal gehört. Das hat Halid oder ein anderer oder Salih mal in Sohbet erwähnt. Aber die Zeit fehlt mir, weil ich da ja geistig zwar, ich war körperlich zwar bei Sohbet, aber geistig war ich nicht beim Sohbet. Und darum fehlt mir die Lücke. Und jetzt bin ich in diesem Ort und erinnere mich nicht dran, weil ich nicht aufgepasst habe. Und was ist das Tragische dann dabei, wenn ich später vor Allah Subhanallah stehe und ich sage, ja Rabbim, ich hätte die Sünde nicht gemacht, wenn ich sie gewusst hätte. Aber was wird Allah Subhanallah uns dann sagen? Was wird uns Allah sagen? Wer kann es mir beantworten? Ja? Salah? Du hättest dir das wissen können. Genau, das ist wichtig. Du hättest es aber wissen können. Und das wird für viele Muslime ein ganz großes Problem sein. Sie werden vor Allah Subhanallah stehen und sagen, ja Rabbi, ich hab's doch nicht gewusst. Dann wird Allah ihnen klar machen, du hättest es aber wissen können, wenn du dorthin gegangen wärst, wenn du zum Sohbet wärst, wenn du aufgepasst hättest, wenn du dich hättest vom Scheitern nicht so beeinflussen lassen. Einer, der wirklich nichts dafür kann, der die Möglichkeit nicht hatte, der kann sagen, Jerabim, ich hab's nicht gewusst. Dann hat er vielleicht Glück, Al-Olem. Aber einer, wo die Möglichkeit hatte, und die haben dann die, die mit 17, 18, 19 Shisha-Cafés besuchen oder nachher noch schlimmere Orte wie Disco oder mit Freundinnen anfangen, sie haben gewusst und verabschieden sich davon. Wir brauchen nicht meinen, weil ich mal ein, zwei Jahre Moscheegänger bin, hat sich's getan. Ich weiß ja nie, wann der Tod kommt, das ist ja mein großes Problem. Mein richtiger Gegenspieler für mein Leben ist der Tod, weil ich nie weiß, wann er kommt. Ich weiß es einfach nicht, das ist das Problem. Hakan mit 19, Betriebsunfall, Arbeitsunfall. Hakan mit 23, Autounfall. Wir wissen nicht, wann er kommt. Das ist unser großer Gegner. Wenn uns Allah Subhanallah irgendwo draufgeschrieben hätte oder ein genisches Zeug mitgegeben hätte, okay, du wirst 90, du wirst 70, du wirst 20, dann könnte ich mich freuen. Mit 18 High Life, 2 Jahre schnell ein guter Moslem sein. Oder 50 Jahre schlecht sein und 20 Jahre, weil ich 70 werde, guter Moslem sein. Aber das wissen wir nicht. Das ist unser großes Problem. Und hier rinnt uns der Tod.
Und der Prophet Mohammed sagt, geht auf den Friedhof, besucht die Gräber, nicht um die Leute drin anzubeten, sondern um sich erinnern an den Tod, um zu sagen, ja, mein Bruder, du liegst da drin, ich werde dir bald folgen. Ich werde dir bald folgen. Wer weiß wann. Und deshalb ist der Tod für uns wichtig. Den Tod dürfen wir nicht ausblenden. Wenn ich manchen von Tod erzähle, der macht so am Ohr, zur türkische Mentalität, du sollst Schutz vom Tod sein. Ein Aberglaube, aber so sind manche Leute, spricht über den Tod, zieht sich an den Ohr und dann klopft irgendwo hin. Jetzt, ich bin beschützt, von, weil der Rede vom Tod jetzt hat. Das soll ja nicht kommen, ich bin ja 16, ich bin ja 17, ich bin 20. Das wäre Aberglaube. Meinst du, es hilft dann? Todesengel geht dann, ja, adios. Bestimmt nicht. Wenn er seinen Auftrag hat, dann kommt er. Und diese sind Dinge, wo wir beachten müssen. Dass wir nicht jetzt, weil wir Freunde haben, ah, ich bin jetzt endlich Alhamdulillah 17, meine Eltern geben mir Freiraum, meine Eltern denken, ich gehe Moschee, aber ha, was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß ungefähr, ich gehe dann mit meinen Freunden irgendwo hin. Aber wir betrügen uns alle dasselbe. Wir sind nicht auf dieser Welt für uns. Das müssen wir endlich mal auch begreifen. Wir wissen es, aber wir begreifen es scheinbar nicht. Wir sind nicht auf dieser Welt für uns. Wir sind nicht für unseren Spaß hier. Wir haben einen Auftrag. Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, das sagt er ganz klar. Oh ihr Menschen und Djinn, ich habe euch nur geschaffen, mir zu dienen. Finish. Das ist unser Lebenssinn. Das ist unser Lebenssinn, den wir befolgen müssen. Wer es nicht macht, wer es nicht tut, hat im nächsten Tag Probleme. Und das ist schade. Denn jetzt leben wir und denken, es ist was. Aber sobald wir tot sind, ist es einfach vorbei. Es ist vor kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, so ein reicher Millionär gestorben, fällt mir der Name nicht ein. Aber der hat Milliarden auf dem Konto gehabt. Er ist jetzt tot. Was hat er von seinen Milliarden? Was hat er jetzt davon? Er liegt jetzt unter der Erde, wurde von den Engeln befragt, nicht zum Besten. Und was jetzt hat? Für ihn wäre es, als wäre er gar nicht gelebt. Weil sobald du unter der Erde bist, ist vorbei mit dem Zeitgefühl. Es gibt kein Zeitgefühl mehr, es ist nur für diese Dünja. Und jetzt sagt er, habe ich eigentlich gelebt? Und das bisschen, was ich gelebt habe, habe ich nicht für meinen Schöpfer benutzt. Weder mein Geld, meine Kraft, mein Sonstiges. Gar nichts hat er benutzt. Seine Millionen verprassen die Erben irgendwie. Und er wird sich nur später wieder in Höllenfeuer finden, wenn ihn Allah nicht als Muslim akzeptiert. Und das sah nach unserem menschlichen Bild nicht danach aus. Und das ist schade. Deshalb ist unser Leben zu wertvoll. Unser Leben ist zu wertvoll, wegzuschmeißen. Zu sagen, ich will mit meinen Freunden relaxen. Ich gehe raus, Shisha-Café, Freundin rumlaufen oder was auch immer. Blödsinn machen, Clique rumlaufen, Fahrräder klauen, schlägern, beleidigen, all diese Dinge. Unser Leben ist zu schade. Wir haben nur das eine Leben, es gibt kein anderes Leben. Wenn dieses Leben vorbei ist, dann merken wir erst, wir haben nicht gelebt. Aber diese kurze Zeit, wo wir hier gelebt haben, die wird uns bewusst am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung, wenn wir uns unseren Schöpfer stehen, dann wird nämlich der Tag der Abrechnung, der kann für einen länger werden, als er gelebt hat. Und dann begreifen wir, hoppla, es war doch etwas da. Aber wenn wir dann in Jannat sind oder in Jahannam, dann ist die Zeit wieder weg. Der arme Kerl, der Muslim, der ins Jahannam kommt und dort die Strafe abbüßt, er weiß nicht, wie lange er drin bleiben wird. Er kriegt einfach seine Strafe, irgendwann kommt er halt raus. Aber eine Unendlichkeit, wenn man eine Zeit nicht weiß. Wenn man nicht weiß, hier verurteilt der Richter 3 Monate, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre für einen Mörder. Für einen, der das Finanzamt betrügt, kriegt 15 Jahre. Für einen, der Kinder missbraucht, kriegt Bewährung. Der weiß wenigstens, wie er dran ist. Aber wenn wir dort in die Hölle kommen, wissen wir gar nicht, wie lange wir drin bleiben. Wir werden einfach bestraft, bis irgendwann, wenn er Muslim ist, befreit wird und rauskommt. Und dafür ist unser Leben zu schade. Und dafür müssen wir unseren Kopf einsetzen. Unseren Verstand, den er uns alle gegeben hat. Dafür stechen wir heraus gegenüber der Schöpfung. Wir können denken. Wir können etwas machen. Mit unserem Leben, mit unserer Zeit, was die anderen Geschöpfe nicht so haben. Darum sind wir Menschen privilegiert, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es ist auch eine gewisse Sache dabei. Nämlich die Sache zu begreifen, wir werden eines Tages von unserem Schöpfer stehen, über unser Leben Rechenschaft ablegen müssen. Und hier ist einfach immer der Tod unser Mitspieler, der einfach immer dabei ist. In jeder Situation kann er uns herausreißen. Und wie tragisch ist es, wenn wir ausgerechnet in der Situation der Sünde sterben. Genau da. Ich bin mit meiner Freundin unterwegs, kriege eine Herzattacke oder ein Besoffener fährt mich zusammen oder einer kommt und schlägt mich einfach, weil ich Ausländer bin und sterbe dort. Meine Freundin weint um mich und dann, wenn der Tod ist, dann. Aber dann ist alles zu spät.
Jetzt haben wir unseren Verstand. Jetzt müssen wir begreifen. Verzichten wir auf dieses sogenannte Relaxen, Chillen oder was man sonst für Begriffe hat, um seine Zeit zu verhökern. Wenn wir im Paradies sind, dann haben wir das. Die unendliche Ruhe, die unendliche Freude, die unendlichen Gefühle, die Glücksgefühle, die Freude, die Schönheit, die gibt es auf dieser Welt nicht. Schau, wir rennen alle hinterher. Ich renne auch den Schönen hinterher. Das Vergnügen und alles. Ich versuche mich zu zügeln, weil ich weiß, es bringt nichts. Aber trotzdem, wir rennen einfach hinterher. Wir wollen teilhaben an dieser Welt. Aber es ist doch so vergänglich und kurz. Und den Erfolg kriegen wir sowieso nicht. Wir werden nicht die absolute Ruhe haben. Auch der Millionär, der das Geld hat, der wird nicht die absolute Ruhe haben. Jeder hat seine Probleme mit sich. Und wenn wir erkennen, dass das wahre Leben erst im Jenseits anfängt, dann gehen wir uns mit unserem Schicksal zufrieden. Und sagen, ist halt so, ich lebe so, bis Allah subhanahu mich erlöst von dieser Welt und ich ins Jenseits gehen darf. Dann haben wir es verstanden. Die Freude werden wir hier nicht erreichen auf dieser Welt. Egal welchen Erfolg der Mensch meint, hat er oder hat er nicht. Es bleibt. Wir sind auf dieser Welt hier wie Gefangene, eingezwängt. Und wenn ich kein Muslim bin, dann bin ich erst recht gefangen. Weil dann versuche ich mich zu befreien, indem ich alles machen möchte. Ich möchte Disco gehen, ich möchte mal Alkohol probieren, ich möchte Freundin haben. Ich meine, ich muss überall sein, nur um sagen zu können, ich habe gelebt. Und das ist Zwang. Das ist innerer Zwang zu meinen, ich muss leben. Ich muss alles gemacht haben. Nein. Als Muslim, alhamdulillah, sage ich, ich muss das nicht machen. Weil ich weiß, diese Dinge sind Täuschung. Weil ich weiß, diese Dinge brauche ich nicht. Weil ich weiß, sie bringen mich von Allah subhanahu weg. Das ist die Befreiung eines Muslims. Wir Muslim, wir haben die Freiheit auf diese Welt, obwohl uns die anderen beengt sind. Du musst fünfmal am Tag beten, du musst einen Monat fasten, du sollst keine Freundin haben, du darfst nicht klauen, nicht schlägeln. Oh, was für ein Mensch bist du, du kannst doch gar nicht leben. Aber er ist eigentlich der, der an Ketten hängt. Er ist der Gefangene, weil er meint, er muss dem Leben hinterherrennen. Und das ist anstrengend. Das ist anstrengend, der Freude hinterherzurennen. Immer Geld auszugeben, immer vor den anderen cool zu sein. Immer den rechten Outfit zu haben. Meine Freunde oder Freunde dürfen mich jetzt nicht sehen, so irgendwie so kaputt und hängen. Ich muss immer strahlen. Ich muss immer was vorspielen, nur bei den anderen Menschen anzukommen. Wir Muslime, alhamdulillah, haben es nicht. Oder sollten es nicht haben. Egal, ob ich Pickel habe, ob ich Sprachfehler habe oder das habe oder das habe. Ich bin ein Muslim und wer den Islam versteht, akzeptiert mich so, wie ich bin. Und wer meint, der muss irgendwelche Models haben oder sonstiges, soll dann auf die Straße gehen. Ich bin ohne Ketten. Und die anderen haben sich angekettet. Das ist der Unterschied. Die Freiheit haben wir als Muslime. Wenn wir den Islam verstehen. Wenn ich mir deshalb die Zeit nicht gebe, den Islam zu lernen, dann habe ich die Freiheit nicht. Dann, ich bin zwar Muslim, aber ich habe auch Ketten dran, weil ich genauso dem Leben hinterher renne. Ich meine, ich versäume was. Ich möchte am Montag in der Schule oder in der Arbeit erzählen können, wie dufte das Wochenende war. Und zu meinen Erzählungen baue ich noch Geschichten dazu. Lüge ich noch ein bisschen, übertreibe ich das, der andere, oh, du hast es toll gehabt, wäre ich nur mit dir gegangen. Um so ein Bild zu erzeugen. Aber tatsächlich war es nicht einmal so. Und das Schlechte haben leider die Malaika aufgeschrieben. Und das kommt am nächsten Tag zum Vorschein. Es geht nicht verloren. Deshalb bleibt nur eine Möglichkeit. Weg von dem schlechten Zustand. Töbe machen, Reue machen, alle um Vergebung bitten und versuchen wieder ein guter Moslem zu sein. Ist unsere Rettung. Unser Bruder Hakan, Allah hat aus unserer Mitte einen genommen. Von uns, den wir kannten. Dass wir begreifen, schau, wie schnell kommt der Tod. Je nachdem, welchen Beruf man hat. Wenn der eine Sicherheitsbeamter ist und da kommt dann ein Verrückten ran, du weißt wirklich nie, hat er Messer einstecken, ehe du dich umschaust, man lernt was viel, aber man kann nicht alles beherrschen, der zuckt einfach ein Messer raus und seinen wilden Gerede und seinem Dunk vor Diskotheken, alles sticht dich ab. Wie gefährlich sind manche Berufe? Ein Kraftfahrer, der ständig auf der Auto unterwegs ist, ein Geisterfahrer, ein Betrunkener, kracht ihn einfach rein, der kann Fahrtraining gemacht haben, was er will, dann ist er einfach tot. Ein Fußgänger, der kann noch so weit an der Hausmauer laufen, wenn ein Besoffen auf die Mauer, auf den Gehsteig fährt. Oder wenn irgend so ein Pädophile kommt, den kleinen Jungen mitnimmt, ins Haus reinsteckt und umbringt. Können die Eltern noch so vorsichtig sein? Wir wissen einfach nicht, wann der Tod kommt. Und darauf müssen wir eingestellt sein. Und wenn ich an den Tod denke, dann habe ich wirklich wenig Geschmack, anderen Schaden zuzufügen. Dann habe ich keine Lust zu klauen, zu betrügen, zu bescheißen. Und wenn man noch bewusst ist, diesen Hack, den ich habe bei anderen Menschen, das ist ja noch ein Problem, was ja mich noch mehr bereichern wird an Problemen bei Allah, dieser Hack.
dann halte ich mich auch zurück mit meinen Ausdrücken, andere zu betrügen, wenn ich was verkaufen möchte, nur um eine Sache loszuwerden. Aber so sollten Muslime sein. Nur wir sehen heute leider nichts. Wir sehen heute nichts. Heute ist der 3. Oktober. Er wurde vor über 10 Jahren schon mittlerweile von den Moscheen erklärt als Tag der offenen Moschee. Aber leider, wisst ihr, was daraus geworden ist? Es ist wie, du gehst in einen Tiergarten rein. Oder in ein Museum, wenn wir es nicht ganz so krass bezeichnen wollen. Die gehen rein, die Deutschen, jetzt hier in Deutschland, schauen die Moscheen, ach wie schön, von Allah subhanallah, von Islam erfahren die am wenigsten. Und ihre dummen Fragen. Es gibt manche, die provozieren. Warum Kopftuch oder jenes? Oder warum Scharia? Warum keine Kirchen im islamischen Land? Obwohl es es ja gibt, aber dumm und provozieren gerne. Und die anderen, hat jetzt die Uhr eine Bedeutung in der Moschee? Weil einfach eine Uhr hängt in der Moschee. Die sind im Museum, glaube ich. Ach, sieht schön aus, wie sie beten. Sie verbeugen sich. Tja, so werden dann sind halt die Tag der offenen Türen. Ganz wenige, die wirklich Dawa machen, die eigentlich vom Allah erzählen. Weil es, nein, ich will nicht abschrecken. Ich will nicht islamisieren, wie es dann genannt wird. Nein, der kommt ja frei her. Er soll sich selber umschauen. Wer kommt der Geistesblitz irgendwie? So ein Blitz von oben und schlägt ja rein, wird Moslem oder was? Vielleicht denken die heute so. Das ist aber falsch. Die Dawa findet kaum statt, den Tag der offenen Türen. Ganz wenig was machen. Und die anderen, die ein bisschen reden, auch bloß kein kritisches Thema. Und wenn die was fragen, nein, gleich lügen noch dabei. Falsch darstellen. Obwohl der Islam die vielleicht so hat, aber möchte die Leute nicht vergrauen, man möchte Islam nicht darstellen, aber Allah subhanahu erwähnt das im Koran, der Prophet Mohammed erwähnt das in der Sunna. Und ich sage nein, das ist aber nicht so. Weil ich möchte nicht diesen armen Mann, der ja ganz ängstlich daherkommt, der wird vielleicht jetzt umgebracht in der Moschee, möchte ich nicht noch mehr erschrecken. Das ist ein Schwachsinn. Und wenn wir den Islam besser praktizieren würden, wenn wir uns bemühen würden, dann hätten die Moscheen hier keine Probleme. In England zum Beispiel, dadurch, dass die damals Kolonien hatten, sind die Ausländer sehr früh gekommen, die haben prächtige Moscheen. Moscheen an Hauptstraßen. Jetzt in London, der erste Bürgermeister, wo ein Muslim ist. Weiß nicht, wie er in Islam lebt, aber wenigstens vom Namen können wir uns rühmen. Oh, der erste Großstadt Muslim. Wenn wir hier den Islam besser leben würden in Deutschland, wären viele zum Islam gekommen, hätten Moscheen kein Problem, die Hetze der Medien könnte nicht stattfinden und jetzt diese Hetze der Pegida und das ganze Zeug, aber es liegt an uns, wir bemühen uns nicht, wir zeigen den Islam nicht und es fängt in der Schule ja schon an. Meine türkische Clique mit einem Tunesier und Marokkaner und dann zeigen wir es den Deutschen oder den Italiener oder den Griechen. Meistens ja die Deutschen, wo dann hergezogen wird. Aber das ist falsch, dieses Bild. Denen zu zeigen, wir sind wer und suchen nur den Streit. Diese Schüler werden auch mal groß und erwachsen. Und diese Schüler denken an ihre Schulzeit zurück. Aha, dieser Türke, dieser Tunesier, dieser Marokkaner, denen zeige ich es heute heim, ich wähle Pegida, Nazi, was auch immer. Nur um diese wieder loszuwerden. Die Botschaft des Islams bringen die Jugendlichen nicht. Selbst der, wo religiös lebt, einigermaßen, wo seine 5 Gebete macht, traut sich auch nicht über den Islam sprechen in der Schule, hat Angst. Wie sind wir heute geworden? Die Angst, die eigentlich Allah gebührt, geben wir heute den Menschen. Wir erzählen nicht in der Schule im Islam, wir weichen aus. Wenn der Lehrer falsche Sachen vorne in der Klasse erzählt, ob wir das wüssten, korrigieren könnten, machen wir es nicht, weil wir Angst haben, vielleicht der Lehrer schaut mich schief an oder ich kriege eine schlechte Note. Vertrauen auf Allah, Tawakkul, Fehlanzeige. Ist leider nicht mehr so. Das ist eine Lage, weil wir uns an den Tod nicht so besinnen. Der Tod als unser Begleiter soll es erinnern und sagen, du hast doch nichts zu verlieren. Rede doch. Und Allah subhanallah wird dir da schon beistehen, wenn du es richtig machst. Aber wenn wir natürlich unseren Weg nicht richtig gehen, was will ich Vertrauen auf Allah haben? Wenn ich meine 5 Gebete nicht mache, wenn ich nicht bemühe, wenn ich meine Zeit woanders verbringe, statt in der Moschee, die Möglichkeit, wo ich habe, was will ich auf Allah vertrauen? Mein Leben nehme ich in der Hand, mein Leben läuft schief, mein Leben läuft aus der Bahn. Und wenn der Tod frühzeitig kommt, dann ist vorbei. Und der Tod kommt halt. Das ist eine traurige Sache. Denn den Tod können wir leider nicht ausschalten. Und die Wissenschaft kann forschen, was sie will, den Tod wird sie nicht besiegen können. Auch wenn sie ihr Leben verlängern können. Allah schließt das den Menschen nicht aus, dass sie vielleicht wieder 200 Jahre alt werden. Aber was haben sie davon? Machen sie 200 Jahre Sünde. Oder 200 Jahre alle gibt ihnen Gelegenheit, dass sie die Hidayat wollen von Allah, das Islamleben. Werden sie auch nicht machen, wenn sie 300 Jahre zur Sünde leben. Es gab eine Zeit, wo die Leute, Menschen 1000 Jahre alt.
Wie haben sie es genutzt? Es gab auch zu dieser Zeit Kufas, Kafir. Haben sie auch nicht genutzt, obwohl sie 1000 Jahre alt wurden. Haben sie nicht genutzt. Heute ist das Leben begrenzt, aber wir haben die Möglichkeiten. Wir haben hier in Deutschland die Freiheit. Wir können in Islam leben, wir sind nicht einmal eingeschränkt. Und trotzdem die Muslime, Angst, Scheu, Bart weg und das Benehmen und alles. Es ist traurig, diese Sache ist traurig, weil wir die Möglichkeit haben. Viele islamische Länder haben Muslime Probleme, wenn sie zum Beispiel ihren Bart wachsen lassen, weil dann automatisch in ihre Sicherheitspolizei kommt, der Geheimdienst, beobachtet die, eine falsche Sache, die verschwindet auf immer Wiedersehen. Damals Türkei, obwohl es ja gar nicht islamistisch war, jetzt seit Atatürk, da sind die Menschen auch einfach verschwunden. Keiner hat sich drum geschissen. Wer gegen Regime war, wurde einfach weg. Du hast nie was gehört von ihnen. Ganz wenige was erfahren. In Tschetschenien ist gang und gäbe. Die suchen sich extra Leute heraus, nur zum Exemplar. Die nehmen einfach Jugendliche gefangen, so von 20 Jahren rum, verschwinden auf Nimmerwiedersehen, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Und es funktioniert. Keiner traut sich in den Land was gegen seinen Präsidenten zu sagen, weil jeder Angst hat, dass der nächste abgeführt wird. Die greifen einfach heraus, wild. Vielleicht haben sie ein Lottospiel, sagen, okay, heute nehmen wir die Hausnummer dran. Gehen rein, holen den raus. Die Eltern, keiner erfährt was. Ganz wenige. Glück hat die Person nur, wenn er russische Abstammung hat. Weil dann, über die russische Organisation, die es dort gibt, erfahren sie wenigstens, der ist da in den Knast oder schon in der Ecke im Beton reingemischt, wie auch immer. Die reinen Tschetschenen erfahren gar nichts über den Verbleib ihrer Verwandtschaft. Tagtäglich passiert es dort. Nur als Exempel, dass der Machthaber zeigt, muckt euch ja nicht auf, du kannst der Nächste sein. Aber wir hier, wir leben in totaler Freiheit. Islamische Freiheit. Wenn ich natürlich kein Jumanamas gehen kann, warum der Arbeit, da kann der Staat nichts dafür. Liegt es ja an mir, wenn ich mir solche Arbeit suche, wo ich nicht freitags gehe. Aber wir können eigentlich wirklich leben. Eine Frau kann Kopftuch tragen, ein Mann kann Bart tragen, kann Jalabia tragen, kann islamische Kleider laufen, kann mit Schawal rumlaufen, auch wenn die Gesellschaft schief anschaut, aber er kann leben, der Staat macht ihm keine Probleme. Sogar hier in Deutschland sogar Moscheen aufzumachen, wo sogar radikal gepredigt wird. Manchmal machen sie es zu, aber erstmal lassen sie es. Schau mal, die Freiheit findest du in solchen islamischen Land überhaupt nicht. Von vornherein, nur staatlich erlaubt. Wir haben die Freiheit und wir nutzen sie nicht. Das ist eine traurige Sache, dass wir es nicht nutzen. Aber wenn wir eins vor Allah subhanahu stehen, wenn er tot gekommen ist und dann fragt, für was hast du dich eingesetzt? Aber Rabbi, ich hatte so viel Angst, ich könnte den Islam schädigen durch mein Outfit. Tja, wie wird dann Allah subhanahu darauf reagieren? Wenn wir sagen, durch mein Outfit könnte ich den Islam schädigen. Aber wer ist denn der, der die Herzen bindet? Und gerne erinnere ich an die Geschichte eines Deutschen, der Muslim wurde, aufgrund eines Straßenkehrers. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, am Islam festzuhalten. Dieser deutsche Mann, der da Muslim wurde und viel für den Islam getan hat, er ging einmal durch die Münchner Straßen, da ist die Fußgängerzone, und sah einen Gastarbeiter sich am Boden niederwerfen. Und er, von dem Ablauf her, wusste es, es muss was mit Religion zu tun haben. Er kannte von Islam gar nichts. Er wollte ihn fragen, was machst du da? Und wir waren damals unsere Türken, die gekommen sind, die konnten nicht einmal Ja sagen. Der schubst ihn an, wollte wissen, was machst du da? Git, 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 git. Was wollte er anfangen? Vielleicht hat er gemeint, der schimpft, weil ich bete, wie auch immer. Aber den Deutschen hat das nicht in Ruhe gelassen, dass er es gesehen hat. Und dann, der sogenannte Zufall, wie es will, hat er im Fernsehen mal einen Bericht gesehen. Ah, so sah ich diesen Mann. Das ist Islam, ist das? Sehr interessant. Er hat Forschung gemacht, wurde Muslim, hat eine arabische Frau geheiratet, hat deutsche Bücher dann übersetzt von Arabischen, auch selber teilweise verfasst, hat damals vor Pierre Vogel, war da noch gar nicht aktuell, ist er rumgereist durch Deutschland, hat Vorträge gegeben in Moscheen, in deutscher Sprache, weil das ja wahrhaftig Mangelware war, heute durch YouTube, alles ist mir wirklich gut bedient, aber damals hast du kaum was gefunden als deutscher Moslem, standst du einfach da, zwischen Türken, die dich nicht mit dir reden wollten, die Araber, die keine Lust hatten, standst du da und wusstest nicht, was du im Islam lernen sollst. Und da war er da, ist rumgereist durch Deutschland. Und jetzt schaut mal, dieser Mann, dieser Straßenarbeiter, dieser Straßenfeger, er hat einfach nur seine Pflicht getan. Aber am jüngsten Tag, wenn er auferstehen wird, und wenn dann die Waage sieht mit seinem Hasanet und seinem Haram, seine Sünden und seine Belohnung, und wundert sich, warum seine Belohnung, die Hasanet, die Schale schwer und geht nach oben, der Lichtstrahl. Ich habe doch gar nicht viel getan. Ich war einfach nur ein
Moslem, der seine Pflichten erfüllt, Gutes vom Haram wegbleibt, kleine Sünden aber seine Gebete gemacht hat. Warum, wo kommt die Belohnung her? Und dann werden ihn die Malaika sagen, du hast festgehalten am Gebet. Und einer hat sich das als Beispiel genommen und wurde durch dich Moslem. Und wenn einer, der Beweggrund ist, dass einer Moslem wird, ist einfach ein Fuß in Jannah schon drinne. Das müssen wir erstmal schaffen durch unsere Taten. Ein Fuß in Jannah zu bringen. Schaff das mal. Bei unserem Lebenswandel. Wir können froh sein, wenn der kleine Zehnagel irgendwie schon drinne wäre. Könnten wir froh sein. Schau. Und nur durch Festhalten an die Prinzipien, an die Pflichten des Islams, an der Dawa. Wenn du, wenn Allah dich als Werkzeug benutzt, dass einer Muslim wird, hast du einfach schon einen Fuß drinnen. Du riechst natürlich den zweiten Fuß nicht rein, wenn du sagst, okay, lass mal noch ein Muslim werden. Den musst du schon mit deinen Taten reinbringen. Mit deinen Dawa und mit deinen Taten von Pflichten und den Guten. Aber überhaupt einen Fuß drin zu haben, was würden wir geben, wenn wir das gewiss hätten? Ein Fuß wäre bei uns im Channel. Den anderen, dann strengen wir uns an. Beten, beten, Koran lesen, Gutes tun, Moschee gehen, Sohbet, dann werden wir uns anstrengen. Aber wir scheinbar haben den Überblick total weg. Uns ist scheinbar alles egal. Weil wir uns die Zeit nicht hingeben. Weil uns nicht immer bewusst ist, für was hat uns Allah geschaffen? Allah Subhanahu hat uns geschaffen, dass wir ihn dienen. Das ist unser Lebenszweck. Nichts anderes. Und dem müssen wir gerecht werden. Und so schnell vergessen wir, den Sinn des Lebens, den uns Allah gegeben hat durch das Dienen, ist ja sowas von angenehm. Sowas von angenehm. Wer sich mal von euch alte Filme anschaut, als es noch damals diese König und Kaiser gab, die Leute haben auch gedient, ihren König und Kaiser. Was haben sie bekommen? Gar nichts von ihnen. Wenn sie ihre Pflicht nicht erfüllt haben, hat einfach gesagt, köpft ihn fertig, schmeißt den Löwen vor, je nachdem. Aber Allah Subhanallah, wenn wir unsere Pflicht machen, wie reichlich belohnt uns Allah Subhanallah, wie reichlich, auf dieser Welt, wenn er will, aber auf jeden Fall im Jenseits. Und denn diese Welt ist ja kurz. Wir hoffen uns immer, ja, Rabbim, gib mir diese auf diese Welt schon. Aber was ist, wenn es mir gibt, vielleicht mache ich mit denen Schlechtes. Oder was ist, er gibt es mir heute, warum bin ich tot? Erinnern wir uns an die vier Jugendlichen, die beim Autounfall gestorben sind. Der eine von denen hat sich immer ein BMW gewünscht, hat vom Kind auf geträumt, ein BMW zu haben. Er wurde 18, hat BMW gekauft, sein Onkel hat auf seinen Namen zugelassen, dass er nicht viel Versicherung zahlt. Und am gleichen Tag hat er vier Leute damit totgefahren. Kam vom Volksfest, einer hat abgesetzt, dann fährt die schnelle Straße dort bei Schweinau, zack, ging LKW-Transporter und das Auto und die Leute waren einfach, fast nichts mehr erkannt. Allah hat ihm seinen Traum gegeben. Er hat seinen BMW bekommen. Einen Tag konnte er fahren. Einen Tag hat er seinen Freunden gezeigt, er ist der glücklichste Mensch der Welt. Aber nur eins hat er dabei außer Acht gelassen, den Tod und die Hingabe zu Allah. Und das wird ihm wohl jetzt ein Problem sein im Grab. Das ist das Tragische dabei. Deshalb freuen wir uns lieber, Allah wird uns belohnen. Er kann uns auf diese Welt belohnen. Auf jeden Fall wird er uns mit Jenseits belohnen. Und das Jenseits ist ja andauernd. Diese Welt ist ja nur kurz. Was habe ich davon, wenn Allah jetzt meinen Traum erfüllt und warum bin ich tot? Einen Tag konnte ich genießen. Oder eine Woche. Aber wenn mir Allah meine Belohnung fürs Jenseits gibt, dann habe ich sie immer. Und das ist das Interessante dabei. Und der Tod soll uns eine Erinnerung sein. Unser Bruder Hakan oder die zwei Hakans, die mittlerweile von uns gegangen sind, die sollen uns eine Ermahnung sein. Egal durch was eine Sache, ob durch Arbeit, durch Autounfall, durch Schlägerei oder durch Essensvergiftung oder was dort alles gibt, der Tod kommt. Wenn er festgeschrieben ist, dann wird er in diesem Moment auch kommen. Und da, wo wir jetzt sind, dann wird das Ereignis irgendwie eintreten. Ob jetzt ein Sport, der schießt mit einem Ball auf meinen Kopf, ich verloren bin tot. Oder einfach ich zapple rum und bin tot. Was auch immer dann. Aber der Tod wird an diesem Zeitpunkt kommen. Er wird nicht verschoben werden. Und er kann auch nicht abgeändert werden oder verhindert werden. Es ist unmöglich. Allah Subhanahu hat das festgelegt. Und dafür müssen wir gerüstet sein. Dafür müssen wir vorbereitet sein. Es ist wirklich schade, wenn wir unsere Zeit verhökern für Dinge, die wohl nicht interessant sind. Und vor allen Dingen, wenn ich noch zu denen gehöre, die nicht am Tag fünfmal beten. Ich gönne mir alles, aber habe keine einzige Zeit, meine fünf Gebete zu machen. Es ist so schade, da kann man nur weinen über unsere Brüder und Schwestern, die wo sich der Welt hingeben, aber nicht meine fünf Gebete machen. Wenn ich wenigstens meine fünf Gebete mache, dann habe ich wenigstens einen kleinen Anker. Aber wenn ich das nicht mache,
Wenn ich das nicht mache, dann habe ich gar nichts. Und das ist das Traurige. Ich mache mein Gebet, Allah Subhanahu gibt mir eine Eins, einen Euro. Ich mache Fasten, Allah gibt mir 10 Euro. Ich helfe meinem Bruder, Allah gibt mir 100 Euro. Ich mache Dawa, Allah gibt mir 1000 Euro. Ich gehe Dschihad, Allah gibt mir 1 Million. Aber wenn ich kein Gebet mache, ist der Einser weg. Was haben die Nuller dann noch zu suchen? Ich habe gar nichts. Wenn ich das andere auch mache und das Gebet nicht, trotzdem bleiben sie einfach Nuller ohne einen Führer. Nämlich den Einser, Zweier, Dreier oder was auch immer. Ich habe gar nichts dann. Wie wichtig ist das Gebet? Wie wichtig ist das Gebet? Die größte Sünde im Islam, wohlgemerkt im Islam drinne, ist nicht zu beten. Das ist die größte Sünde, die ich machen kann. Dass ich nicht bete. Schlimmer wie Mord, schlimmer wie Sina, schlimmer wie Betrug, alles ist nicht zu beten. Nicht auf menschlicher Basis bezogen, sondern bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Für uns ist natürlich als menschlich töten schlimmer wie nicht zu beten. Aber bei Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat andere Rangstufen. Nicht zu beten ist das Schlimmste. Und jetzt nenne ich mich Moslem und ich bete nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und jetzt vertreibe ich noch meine Zeit sinnlos. Was ist mit mir los? Ich bete nicht, achtsam gehe ich umher auf diese Welt. Wie soll ich das Jenseits bestehen? Wie soll ich die Fragerei bestehen im Grab, wenn die zwei Todesengel, also die zwei Grabesengel kommen, Munka und Nakki, und mich befragen über mein Leben? Wenn sie befragen, wer war dein Rab? Wann war dein letztes Gebet? Meine Güte, Bayram vor 3 Jahren oder was? Weil seitdem arbeite ich. Geht's nicht mehr. Wie soll ich das Jenseits bestehen? Erkennen wir nicht, wie unser Leben an Wert verliert, wenn wir uns alle nicht hingeben? Was anders wäre, es gibt kein Jenseits. Ich habe nur diese Welt. Okay, dann genieße ich, hau ich rein. Aber dem ist ja nicht so. Wir Muslime wissen es anders. Es gibt Menschen, für denen gibt es keine Jenseits. Sollen leben, wie sie wollen. Die Gewissheit kommt, wenn der Todesengel kommt. Aber wir wissen es ja. Es wäre ja so, wenn wir unwissend wären. Aber wir wissen es. Und machen unser Gebet nicht. Um uns herum stirbt die Welt jeden Tag irgendwo. Und ich mache nicht mein Gebet. In Syrien. Ein Massaker findet statt tagtäglich. Kinder, Frauen, Männer werden massakriert. Es ist nicht normal. Aber ich mache nicht mein Gebet. Mich interessiert das nicht. Ich habe Spaß draußen mit meinen Freunden rumzulaufen, zu chillen. Ich mache nicht mein Gebet. Verwandtschaft liegt krank. Ich besuche ihn kurz danach, bin ich gleich wieder bei meiner Sache. Denkt darüber nicht nach. Was ist, vielleicht wird er nicht mehr gesund. Vielleicht stirbt er. Wir müssen unser Leben in den Griff bekommen. Und eine gute Methode ist wirklich, an den Tod zu denken. Wenn ich mich heute ins Bett lege, die Augen schließe, vielleicht wirklich mal dran denke, wenn ich jetzt sterben würde, wenn ich über Nacht sterben würde, wie stünde ich jetzt bei Allah Subhanahu wa Ta'ala da? Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala nimmt jede Nacht die Seele des Menschen, jede Nacht. Die einen behält er bei sich und die anderen gibt er zurück. Es ist wie das russische Roulette. Ich lege mich schlafen, ich weiß aber nicht, ob ich aufwache. Und jetzt frage ich mich, wenn ich heute Nacht sterbe, wie stehe ich bei Allah da? Da fange ich mal gleich an. Wie viel von den 5 Gebeten habe ich heute gemacht? Tja, was habe ich Gutes getan? Was habe ich heute, diesen Feiertag, Deutschland hat so viele Feiertage, was habe ich mit denen Gutes getan? Nur für mich. Sabbat was verschlafen, okay, und hat es geregnet, Fußball war nicht so drinne, dann bin ich lieber Shisha gegangen oder Kino oder meine Freundin getroffen, was auch immer. Aber für Allah hatte ich keine Zeit. Und ich lege mich jetzt schlafen. Gut wäre es, wenn ich am nächsten Tag aufwache und mich besinne, fang jetzt endlich an. Ändere dich. Ändere dich, bevor es zu spät ist. Steh auf, stell deinen Wecker 6.30 Uhr zur Zeit. Steh auf und bete dein Frühgebet. Mach Töbe, bitte Allah um Vergebung. Wenn du 5 Minuten später nach Sabbat Hamas stirbst, inshallah Allah hat dein Töbe angenommen und hat deine Sünden alle gelöscht, die du bis jetzt getan hast. Aber machst du nicht, gehst du morgen zur Schule, zur Arbeit und stirbst auf dem Weg dorthin,
du hast umsonst gelebt. Du hast wirklich umsonst gelebt. Welche Traurigkeit. Selbst die Malaika werden weinen über uns. In der Position, wenn wir zur Hölle getrieben werden, wenn wir an Ketten angekettet sind und die Engel uns ziehen zur Hölle, und dann gibt es Engel, die stehen dort und sie fragen uns, was ist mit euch los? Warum kommt ihr in die Hölle? Und dann werden sie sagen, diese verdorbenen Seelen, ich war nicht unter denen, die gebetet haben. Schau. Und die Engel fangen das Weinen an, weil wir nicht gebetet haben. Wie viel Mitleid haben die? Und wir selbst haben für uns kein Mitleid? Es geht doch um mich, um mein Fleisch, das wird brennen hier. Ich bin dem Verderben ausgesetzt. Die Engel weinen um mich und ich weine nicht. Zweimal am Tag, die Engel steigen, bewegen sich zu Allah Subhanallah und berichten ihn über uns. In der Früh und abends. In der Früh nach Sabach Namas. Stell dir vor, der Engel kann fröhlich zu Allah Subhanallah kommen. Ja, Rabbim, ich kann dir nur Gutes berichten über dein Geschöpf, für dein Kul. Er stand auf, er hat gebetet. Er hat Sabach Namas gemacht. Und bei den anderen, der Engel kommt traurig. Ja, mein Rabbim, dein Diener hat dich heute wieder vergessen. Er ist nicht aufgestanden. Er blieb im Bett, schlief durch. Das heißt, die Engel haben für uns Mitleid. Obwohl ihnen das ja nichts passiert. Ihnen könnte es ja egal sein. Brenne ich oder komme ich Paradies? Allah hat den Engel auch Mehrheit gegeben. Die haben uns mehr Mitleid wie wir mit uns. Uns ist egal, ob ich Feuer gehe oder nicht scheinbar. Wie kann ich nur so egoistisch sein? So hart sein zu mir selber, mich wirklich freiwillig dem Feuer überliefern, wie kann ich das nur? Weil wir nicht drüber nachdenken, wie schnell der Tod kommen kann. Wir schieben alles hinaus. Und dann gehören wir vielleicht zu denen, die endlich mal mit 50 oder 60 sagen, jetzt fange ich das Beten an, jetzt gehen zur Moschee, gehen zum Hodja, sagen, Hodja in der flüsternden Ohr, kannst du mir Beten beibringen, kannst du mir Koranlesen beibringen. Und wenn ich vom Gebet rausgehe, mache es gleich wie vor, weil ich kein Islam gelernt habe. Ich mache Gibet, ich rede über andere, ich reg mich auf. Und das sind dann die, die hocken in der Moschee drinnen. Und wenn ein Jugendlicher kommt mit zerrissenen Hosen oder mit Ohrringen, die schimpfen, dann, wie kannst du so in Moschee kommen? Hast du kein Edeb? Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Aber sie selber waren vorher nicht besser. Aber jetzt fühlen sie sich wie Hodja, weil sie mit 60 Jahren ins Beten anfangen. Und so auf gut tun, weil sie vielleicht schon weißen Bart haben. Aber kein Islam im Kopf. Dumm geblieben sind. Weil sie ihre Zeit für sich genutzt haben. Seid nicht von denen einer später, wo die Zeit für sich nutzen und dann dran denken, oh, jetzt bin ich 60 bald, 50, 60, meine Güte, der Tod kommt schon näher jetzt. Seid nicht von den Dummen. Gebt jetzt euch als frische, reife Menschen, unverbraucht, die noch wie grüne Bananen sind und nicht wie Bananen, deren Schale schon braun verfaulen ist. Gebt uns alle hin, wie wir sollen, mit Würde und der Jugend und nicht im Alter, wenn das Leben vorbei ist. Dann haben wir umsonst gelebt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la asra innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jemand hat Ikram gebracht. Also dürft ihr, tu mal die, wo ist, wie sind die verpackt überhaupt? Dann tu mal lieber die Folie raus hier und dann können wir dann essen. Ein Karton drin oder was? Weil der ganze Boden hier voll ist. Wir machen nach dem Essen unser ganzes Gebet. Die Bomben geht's aus. Muss auch klar das Ding sein. Recht rum. Nein, tatsächlich. Oh! Ich habe nicht gedacht, das war schwarz. Ich habe nicht gesehen. 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 Ich habe nic